Hallo, liebe Freunde der gepflegten Simulationen und willkommen bei Nagel simuliert. Heute mal wieder im Scania im Eurotrack Simulator 135 Open Beta. Hier also auch die Public Beta draußen. Es gibt einiges Neues, und zwar, wenn man auf die Karte guckt, SCS war fleißig und hat Sardinien hinzugefügt zum Italien DLC. Und ihr seht, hier sind drei Ortschaften. Wenn man die alle abgefahren hat, gibt es auch ein Achievement. Und wir fahren jetzt eine Tour von Olbia nach Cagliari, oder wie das ausgesprochen wird. Und außerdem neu in der Version auch, was die Karte angeht. Hier. Guckt mal hier, das ist alles, was grau ist, ist neu. Das ist quasi der zweite Teil der Deutschland-Überarbeitung. Also die Strecke Frankfurt nach Dresden oder Leipzig nach München oder Nürnberg nach Hannover. Das ist alles neu überarbeitet worden. Es gibt ja dann also auch wahrscheinlich nicht mehr diese Autobahnabfahrten, die einspurigen und solche Geschichten. Das erste Update war ja im Norden von Deutschland, das war auch schon sehr schön. Ist also super, es geht voran. Ja, ihr habt schon gesehen, was ich für einen Job habe. Ich werde mal in den LKW gehen hier. Oh, mal losfahren. Es ist früher Morgen. Handbremse war gar nicht angezogen. Ach ja. Licht ist schon an. Keine Sorge, das Video wird nicht so lang wie das letzte im American Truck Simulator. Sardinien ist jetzt nicht so groß wie dreimal über die Rockies. Nächste Video wird dann wahrscheinlich wieder im X-Plane sein. Ich muss gerade mal noch das Lenkrad umstellen hier gleich. Falls ich euch ein bisschen zu schnell fahre, ich habe gerade noch ein bisschen Dirt Rally 2 gespielt. Da fahre ich zwar immer hinterher und zu langsam, aber ich fahre dann im Truck immer ein bisschen zu ruppig, finde ich. Und verliert dann doch die Ruhe irgendwie. Das ist mir wieder abgewöhnen. Wobei, in Dirt Rally 2 kommt jetzt nächste Woche die Panzerplatte, also die Strecke in Deutschland, ist ja auch aus dem ersten Teil schon bekannt. Dann ist die Season 1 im Prinzip komplett, also wieder drei neue Strecken. Ich überlege mir noch, ob ich da ein Video zu mache, weil ich, wie gesagt, eigentlich sowieso chancenlos bin und dann nur just for fun mitfahre. So, wir machen jetzt eine kleine Spezialität, und zwar ist die Tour, die wie das Navi vorschlägt, hier über die Mitte der Insel, und wir fahren hier einfach mal die äußere Strecke lang. Ich denke, hier gibt es ein bisschen was zu sehen, hier sind nämlich so Serpentinen angedeutet. Vielleicht ist das ein bisschen gebirgiger. Ich habe mich jetzt nicht groß informiert über Sardinien vorher. Könnte ich eigentlich auch mal machen. SCS recherchiert ja eigentlich immer sehr viel. Die hatten mal behauptet, sie kennen dann, wenn sie irgendwas als Map umgesetzt haben, die Gegend besser als die Einheimischen. Das stimmt ja auch, sie geben sich wirklich Mühe. Ah, ich muss noch das Lenkrad auf den vollen Einschlag umstellen. Moment. So. Dirt Rally fahre ich ein bisschen
weniger Lenkeinschlag maximal 540 oder was ich da habe, und den Truck fahre ich mit 1080, dass man schön kurbeln muss. So, wir transportieren hier jetzt Autos. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wunderbare neue SUVs zur schnelleren Vollendung der Klimakatastrophe. Hier. Olbia. Das war Olbia. Jetzt geht's über Sardinien. Hier ist gleich was los. Kleiner Road-Event. Ah, da hat's gekracht. Stelle. Aber der Tank ist voll. Ich war gerade eben noch. Damit brauchen wir uns heute nicht aufhalten. So, hier geht es die Abfahrt nach Nuoro. Ich glaube, das ist schon jetzt hier die Richtung Serpentinenstrecke. Sieht auf jeden Fall schon nach Bergen aus da. Schau mal. Oder also weit sind wir vielleicht doch noch nicht. Obwohl, das ist doch, das ist glaube ich schon die Abfahrt jetzt Richtung der Spezialstrecke sozusagen, die wir uns extra eingestellt hatten.
Hier geht's auch noch zu einer Firma über eine kleine Schotterstraße. Ah, nee, Moment, das kommt erst viel später. Auf der großen Karte ist es manchmal mit dem Maßstab verschätzt man sich schnell. Was dürfte hier denn sein? Es geht ja nicht über Schotter. Wirkt auf jeden Fall hier authentisch. Ich weiß nicht, ob die Straßen in so einem guten Zustand sind. Aber es erinnert mich doch so an den Italienurlaub mal. Der ist allerdings Jahre her. Da bin ich mit ein paar Freunden mit dem Golf durch Italien gefahren. Da gab es auch mal so kleine Mäuerchen an der Straße und Vegetation. Das ist alles irgendwie schon stimmungsvoll, also. So, es ist hier Dogali. Oder vielleicht Dojali oder weiß ich nicht. Müssen wir Italienisch lernen. Es geht ja wirklich übrigens jetzt auch hier ein bisschen runterregeln müssen. Habe ja den Euro Truck Simulator lange Zeit auf Ultra spielen können. Aber irgendwie kommen doch immer neue Sachen dazu und neue Effekte werden eingebaut. Ich habe jetzt also den Spiegel auf Mittel runtergestellt in der Sichtweite. Das bringt schon viel. Und die Schatten auf Mittel, ich weiß jetzt nicht mehr auf Auflösung oder Anzahl, ich weiß nicht mehr, da gab es mehrere Möglichkeiten. Drei Sachen hatte ich auf Mittel runtergeregelt, man sieht es aber kaum. Es bringt aber gleich ordentlich Frames. Es ist immer Schatten, Spiegel, Anti-Aliasing. Also das ist das, was ich jetzt erstes immer auf runterregle. Anti-Aliasing brauche ich nicht auf 4K. Und das kostet immer ziemlich viel. Schatten und Spiegel genauso. Der Euro Truck Simulator ja irgendwie an die FPS gebunden. Also die läuft irgendwie nicht parallel, die Simulation. Also wenn da keine 60 FPS sind, wird die Steuerung gleich schwammig. Kann man geteilter Meinung drüber sein. Es gibt andere Simulationen, die kommen mit 30 Frames locker aus und spielen sich immer noch flüssig oder direkt irgendwie die Steuerung. Ist irgendwie hier nicht so schön gemacht. Andererseits ist natürlich die Engine hier ein paar Jahre schon alt und die aktuellen Rechner schaffen hier normalerweise auch locker die 60 FPS. Noch eine kleine Tankstelle. Aber im Hafen von Neapel ist mir das aufgefallen. Da hatte ich also streckenweise die Frames auf unter 30 runtergegangen. Das hatte ich also im ETS 2 noch nie. Ich war jetzt noch nicht wieder da. Ich weiß nicht, ob es mit meinen neuen Einstellungen immer noch passiert. Würde ja ganz gerne noch eine Grafikkartengeneration abwarten, bis ich mir einen neuen Rechner kaufe. Hoffe, der hält noch so lange durch. Die 2070, 80 etc. Nvidia-Karten sind ja gerade erst auf den Markt gekommen eigentlich. Wird also noch ein bisschen dauern. So, Richtung Cagliari.
Das ist über eine Brücke. Muss man sehen, wenn die 1.3.5-Version public kommt, also offiziell released wird, dann werde ich wahrscheinlich noch mal ein Video zur bearbeiteten Deutschlandkarte machen. Ansonsten geht es dann erstmal wieder mit Xplain weiter. Ich wollte ja vom Bell 4.12 noch das SAR-Plugin zeigen, auf jeden Fall. Und dann hatte ich mir auch noch die Augusta Westland 139 gegönnt von X-Rotors, mit der ich jetzt aber nicht so zufrieden bin. Ich meine, der ist gut gemacht und alles klasse, aber es ist einfach nicht meine Art Heli. Also ich fliege immer lieber die alten Dinger. Diese modernen Helikopter, die haben mit Glascockpits, die haben schon immer so viele Assistenzsysteme, dass man überhaupt gar keine direkte Steuerung mehr hat. Es ist ja einfach nicht so fordernd wie jetzt eine Bell 407 ohne SAS zu fliegen oder ja, eine Robinson 44 oder auch die Bell 206. Ja, es ist hier die Serpentinstrecke. Ich müsste mal ein bisschen langsamer fahren, fällt mir gerade auf. Ein bisschen vorsichtiger. Normalerweise, ich glaube, es ist auch Usus, dass man hier dann vor jeder Haarnadelkurve erstmal hupt. Im Fernbus-Simulator ist es ja so gemacht, dass die KI, wenn die den entgegenkommt, dass die da wartet. Das finde ich auch ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Müsste man. Okay, jetzt kommt jetzt keiner entgegen. Wahrscheinlich auch ja noch wesentlich vorsichtiger runterfahren hier. Wartet nicht. San Gregorio. Ein bisschen verfallen hier. Hier gibt es bestimmt auch kein schnelles Internet. Schon ziehen die Leute weg. Es ist schon eine komische Zeit heutzutage. Ah, das war die Serpentinstrecke. Gut, waren jetzt nicht so extreme Serpentinen, aber schon ganz nett. Noch so eine Ruine hier. Man sieht ja doch immer sehr viele Details. Bei SCS ist ja immer sehr viel modelliert an Objekten und einzelne Details. Dafür finde ich die Vegetation nicht so schön. Ist jetzt allerdings auch nicht gemoddet hier. Es gibt sicherlich auch noch Mods, mit der die nochmal schöner aussieht. Allerdings weiß ich nicht, ob dann nicht dann eventuell wieder Probleme gibt mit den verschiedenen Regionen. Sie haben ja hier für Italien eine eigene Vegetation wieder und für Frankreich eine eigene Vegetation und das ist alles. Ich weiß nicht mit den Mods. Ich bin immer vorsichtig beim ETS2 mit Mods. Ich habe das früher ein paar Mal gemacht und dann hieß es immer, ja, ihr müsst jetzt auch, aber auch die Mods updaten.
Und dann lief das wieder nicht. Und dann, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann das Erste, was man macht, ist die Mods wieder deinstallieren. Dann muss man sie wiederfinden und ach Gott, ja, es ist immer ein Hin und Her. Deswegen spiele ich jetzt fast nur noch Vanilla. Also, glaube ich, jetzt sogar alle Mods deaktiviert eben. Gar nicht. Es gibt ja jetzt auch hier die ganzen Neuerungen mit den Anhänger. Also wer mit dem eigenen Anhänger fährt, der kann jetzt also auch externe Aufträge erfüllen für Virtual Trucks. Und ich bin es aber so gewöhnt, dass ich irgendwie den Trailer abhole und irgendwo hinfahre und abstelle, dass ich mir an diese Anhänger nur schwer gewöhnen kann. Mich würde mal interessieren, ob ihr das macht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob da einer mit den Anhängern spielt. Ich dachte eigentlich, dass das so hauptsächlich für Screenshots machen, wenn man jetzt eine schöne Truck-Trailer-Kombo haben will. Man kann sich die einzelnen Kombos ja mittlerweile auch anlegen und dann immer schnell wechseln. Obwohl, also haben die schon viel gemacht. Aber wie gesagt, ich bin ziemlich an das alte System so gewöhnt irgendwie und habe auch ab und zu mal so eine Truck-Trailer-Kombo dann aktiviert für den einen oder anderen Screenshot. Aber eigentlich, wenn ich nur fahren will, fahre ich also nicht mit eigenem Anhänger. Da hinten blinkt schon das Ziel. Ich will es nicht verheimlichen. Ich erzähle mal kurz noch, für On the Road gab es jetzt ein Update. Ich habe es aber mittlerweile nicht mal mehr installiert. Ich weiß nicht, ob da noch mal mehr passiert. Es ist das Update im Changelog irgendwie erweckt den Eindruck, als wäre jetzt im Update selber gar nicht so viel neu gemacht worden. Das heißt dann immer vorbereitet oder dies oder das, aber eigentlich gibt es dann keine neue Map zu zeigen. Höchstens mal so ein paar Streckenabschnitte, kleinere. Es geht also nicht so richtig voran und es ist ja jetzt auch schon lange im Early Access. Und deswegen werde ich dazu wohl auch kein Video erstmal machen. Wenn jetzt neue Streckenabschnitte kommen oder neue Städte, installiere es vielleicht wieder. Cattle and Crops gab es noch einen Devlog. Da ging es um die Wettersimulation. Fand ich auch sehr interessant. Die haben ein paar Zugriffe auf die Wetterdaten von irgendeiner Station in der Nähe ihrer Modellfarm sozusagen. Also eine, die sehr gut passt. Und wollen jetzt erstmal ein Jahr lang die Original-Wetterdaten verwenden. Da darf man auch gespannt sein, wie das dann sich entwickelt. Aber es geht ja alles auf die Sommerpause zu. Erstmal nehme ich an, also es wird jetzt die nächsten Monate ein bisschen ruhiger werden. Schätze ich. Für den Bussimulator 18 kommt noch die Kartenerweiterung. Vielleicht von Sommerferien. Und was ich natürlich auch noch heiß erwarte, ist der Buschflugsimulator Dead Stick. Der war ja auch schon für Weihnachten angekündigt. Und kommt auch mal regelmäßig bei. Erscheint demnächst. Aber bislang ist da noch nichts passiert. So haben wir eine einfache Parkposition bekommen.
am Ziel. Da habe ich noch ein Stück zu weit gerollt. Ach ne, ist ja grün. Passt ja. So. 304 Kilometer die Strecke, also nicht so lang. Und das Video dementsprechend auch nicht so lang wie jetzt das letzte im Truck Simulator. Ich weiß nicht, wieso der jetzt nochmal so viel rumladen muss. Hier, ihr kennt ja die Karte. Und der Trailer verschwindet gleich. Das ist auch ärgerlich. Aber egal. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich mache jetzt hier Feierabend. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Nagel simuliert. Bye bye.